Gut, dass Sie da sind. Mein Name ist Gabi Engelbart, ich bin Tierheilpraktikerin und Hundephysiotherapeutin. Dann kann ich jetzt ja mal das heutige Video zum Anlass nehmen, etwas aus der Praxis zu erzählen. Ich komme gerade von einer Hundebesitzerin und zwar hat ihr Hund, beziehungsweise an für sich ist es der Hund des Mannes, des Ehemannes, und zwar hat dieser Hund auf einmal sich angefangen zu beißen. Also irgendwas hat da bei ihm reagiert. Er hatte offensichtlich einen starken Juckreiz. So, er fing an, sich zu beißen. Die sind nun zum Tierarzt. Das Dumme war, dass der gute Tierarzt, der sorgsame Tierarzt, leider in Urlaub war. Der also nicht sofort zu einem Antibiotikum greift, sondern erst einmal abwägt, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Also sind sie zu einem anderen Tierarzt. So, und der hat erstmal ein Antibiotikum verschrieben. Das wurde dem Hund verabreicht und es gab keine Besserung. Dann war schon der nächste Tierarzttermin vereinbart worden. Es sollte ein Cortisonpräparat verabreicht werden. Da hat sich dann die Hundebesitzerin bei mir gemeldet. Ich bin hin und habe den Hund untersucht. Mit der Bioresonanz nach Paul Schmidt. Dazu ja in einem anderen und in anderen Videos mehr. Ja, was habe ich herausgefunden? Also gerade natürlich auch in Sachen irgendwelche Stoffe, auf die der Hund reagieren kann. Das habe ich alles durchgecheckt. Und was hat sich gezeigt? Pollen und Kernobst. Ich dachte noch, ach, Pollen, undankbar. Ja, natürlich kann man was dagegen machen, aber es ist echt langwierig. Das weiß ich aus eigener Erfahrung nur zu gut. Ja, und Kernobst, da dachte ich noch so, na, werden wir keine Kirschen zu essen geben. Aber es hat sich herausgestellt, der bekam immer ein bisschen was vom Smoothie ab. Also haben sie den Smoothie weggelassen und der Juckreiz ist wesentlich reduziert worden. Und das ist einfach das Geniale. Man guckt, wo ist die Ursache? Und wenn es möglich ist, wird die Ursache abgestellt. Natürlich bei chronischen Erkrankungen, da geht es nicht. Aber so bei solchen Fällen zum Beispiel, gerade bei Allergien, ist es natürlich wichtig, den Auslöser zu finden und abzustellen. Ich will ja natürlich Tierärzte nicht über einen Kamm scheren. Genauso wie man Tierheilpraktiker auch nicht über einen Kamm scheren sollte. Und viele, die greifen auch nicht sofort zu einem Antibiotikum. Ganz klar, so wie eben der eigentliche Tierarzt, der Hundebesitzer, der auch erstmal abwägt und andere Möglichkeiten noch mit ins Boot holt. Aber andere Tierärzte, die machen es sich recht leicht. Da gibt es einfach ja, ein Antibiotikum und auch viel zu schnell ein Cortisonpräparat. Und ich habe während meiner Ausbildung gelernt von einem Tierarzt, dass man Cortison aufgrund der wirklich dramatischen Nebenwirkungen nur verabreicht, wenn es im Prinzip um Leben und Tod geht. Also bei Autoimmunerkrankungen oder beziehungsweise Autoaggressionserkrankungen, wenn das Immunsystem gegen den eigenen Körper oder gegen Teile des eigenen Körpers vorgeht, zum Beispiel dieses AIHA, autoimmunhemolytische Anämie. Wenn Sie noch nie was damit zu tun hatten, dann kennen Sie den Begriff sicherlich nicht. Das ist, wenn das eigene Immunsystem gegen die roten Blutkörperchen vorgeht. Das ist lebensbedrohlich. Dann macht ein Cortisonpräparat natürlich Sinn, absolut. Oder auch bei wirklich ganz starken Allergien. Aber nur wenn einem sonst nichts weiter einfällt, das kann es doch nicht sein. Natürlich ist so eine Ursachenforschung auch aufwendig. Das kann schon mal Zeit in Anspruch nehmen und Zeit kostet dann auch Geld. Sicher, das kann nicht jeder Tierbesitzer leisten, aber man kann den Tierbesitzer ja wenigstens mal fragen. Und das wird ja auch oft gar nicht gemacht. Also mal eben so Cortisonpräparat. Und wenn jetzt dieser Kontakt nicht bestanden hätte und es wären jetzt nicht so kritische Tierbesitzer gewesen,
Cortison hätte geholfen, zweifellos. Entzündungshemmend, der Juckreiz, der wäre erstmal weg gewesen. Erstmal. Und dann wäre er wiedergekommen. Und dann hätte der Hund wieder ein Cortisonpräparat bekommen. Es hätte wieder eine Weile gereicht und das Spielchen hätte sich immer so fortgesetzt. Finde den Fehler.